Aus der Türkei habe ich einen Frühstücksklassiker mitgebracht. Türkisches Rührei Menemen. In Istanbul war ich mal auf der europäischen Seite in einem Stadtviertel, das nannte sich Beyoğlu. Und da gab es unzählige von Frühstückscafés. Und da trafen sich wirklich Touristen, Nachtschwärmer, alle zusammen. Und ein Muss war da das türkische Rührei Menemen. Und hier kommen die Zutaten. Das sind unter anderem grüne Spitzpaprika, Fladenbrot, Tomaten, Eier, süßes und scharfes Paprikapulver, Koriander, Olivenöl und Fleur de Sel. Für mein original türkisches Menemen, da brauche ich jetzt mal ein paar Spitzpaprika und Tomaten. Und die Spitzpaprika hier, die habe ich selten im deutschen Supermarkt gesehen, sondern die gibt es wirklich am besten beim türkischen Gemüsehändler um die Ecke. Ich finde die sehr lecker. Manche denken vielleicht, dass die scharf sind, weil sie natürlich so ein bisschen aussehen wie eine Peperoni. Sind sie aber nicht. Sie sind ganz mild. Die werden halbiert. Die Kerne raus. Ich war mal in Istanbul. Mit dem Fußballverein, mit Schalke 04, für die Jungs koche ich ja. Und ich weiß gar nicht mehr, ob wir das Spiel da gewonnen oder verloren haben, ist schon wieder länger her. Aber was mich total überrascht hat, war einfach die Vielfalt, gerade in der Stadt. Man denkt ja doch in Deutschland eher wieder an den klassischen Döner. Aber diese Vielfalt, die man da essen konnte, da merkt man halt schon, dass man so auf halbem Weg schon in Asien ist. Also ganz tolle Erfahrungen gemacht. So, und jetzt hoffen wir mal, dass ich dem türkischen Rührei auch gerecht werde hier. So, mediterrane Küche verbinde ich natürlich auch mehr mit Olivenöl als mit Butter. Und dann können die Paprika schon mal schön braten. So, die Tomaten, die werde ich jetzt mal eben kurz einritzen, dass sie sich gleich besser häuten lassen. Und die müssen dann ganz kurz eben in kochendes Wasser. Nicht länger als eine Minute, sonst werden sie matschig. Durch das kurze Abschrecken in kaltem Wasser lässt sich die Tomatenhaut leicht abziehen. Vor allem kann man sie direkt anfassen, ohne sich die Finger zu verbrennen. Da ja eine Tomate schon wirklich zum großen Teil aus Wasser besteht, nehme ich mal das Kerngehäuse raus. Die Pfanne habe ich jetzt übrigens vorhin ausgemacht, also nur die Paprika kurz angebraten. Jetzt gehen die Tomaten dazu und die Tomaten sind halt sehr empfindlich. Und deshalb habe ich sie jetzt ein bisschen runterkühlen lassen wieder. So, jetzt würze ich das schon mal so ein bisschen mit Salz. Und dann habe ich hier mal mildes und scharfes Paprikapulver. Ich mache mal von beiden einfach so ein bisschen ran. Also das ist das Milde hier, da kann ruhig ein bisschen mehr. Und scharf ein bisschen weniger. Und dann habe ich hier 4 Eier. Die schlage ich jetzt einfach direkt in die Pfanne. Das unterscheidet auch das deutsche Rührei vom türkischen. Gerne wird auch mal Wurst oder Feta-Käse ins Türkische mit reingegeben. Wer möchte, kann natürlich auch noch ein bisschen Knoblauch mit reinmachen, aber muss nicht sein. Dann kann ich schon mal die Fladen hier, die kann man ja zum Teil auch fertig im Supermarkt kaufen, die mache ich kurz warm in der Pfanne hier, einfach ohne Fett, dass die hinterher leicht warm sind, wenn wir das Rührei da reinfüllen. Das Menemen ist fertig und ich gehe jetzt noch mal eben in meinen Garten, um ein bisschen frischen Koriander zu holen. Wer den nicht mag, nimmt einfach Petersilie. Da nehme ich jetzt nur ein paar Blätter, die zupfe ich, das reicht mir schon. Ich fange jetzt an, indem ich mal einen warmen Fladen so auf den Teller lege. Dazu jetzt ein bisschen Rührei drauf, schön mit den Paprika und den Tomaten. Das finde ich auch ganz gut, dass man die Tomaten noch als Tomaten erkennt. Also sie sind jetzt wirklich nur einfach warm gezogen. Bisschen die asiatische Petersilie drauf. Und dann rollen wir das. Und dann ist mein türkisches Menemen schon fertig. Probieren Sie es aus. Die Rezepte für meine Weltreise gibt es auf unserer Homepage.